Hallo, heute sind wir im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf. Ich bin Thaisa und herzlich willkommen hier im Aquazoo Düsseldorf und wir gucken uns heute gemeinsam unsere Elefantenrüsselfische an. Wir haben hier eine ganze Gruppe von Elefantenrüsselfischen und das Spannende an denen ist, dass man die Augen, wenn man sie so anguckt, fast nicht erkennen kann und tatsächlich nutzen sie die Augen auch kaum zur Orientierung, sondern die können mit einem Organ an der Schwanzwurzel ein elektrisches Feld um sich herum erzeugen. Es funktioniert ein wenig tatsächlich wie bei einer Fledermaus, die ja auch ein Signal nach außen aussendet und das, was zurückkommt, auswerten kann, um ihre Umgebung anzugucken. So ist das hier auch. Wenn also in dieses elektrische Feld, das der Fisch um sich herum erzeugt hat, ein Gegenstand reinkommt, dann fällt das zurück und der kann am ganzen Körper spüren, wie sich dieses Signal verändert hat. Dabei gibt es ganz besonders viele Sinneszellen, um diese elektrischen Reize wahrzunehmen, vorne an der Nase. Beziehungsweise an dem sogenannten Rüssel. Den sieht man sehr gut, der ist sehr beweglich und mit dem können sie dann ihre ganze Umgebung abtasten und tatsächlich auch die Bewegung, die Muskelbewegung von Beutetieren spüren, die im Sand vergraben sind, indem sie einfach oben drüber schwimmen und tatsächlich diese ganz kleinen elektrischen Reize der Muskeln wahrnehmen können und so ihre Beute finden. Wir haben jetzt durch Zufall tatsächlich bei unseren Rüsselfischen was ganz Spannendes entdeckt. Und zwar haben wir einen neuen Scheibenmagneten, der schwimmt. Und natürlich wirkt sich ein Magnet auch auf das elektrische Feld der Fische aus. Und unsere Fische finden das absolut spannend. Und wir werden ihn gleich mal reinhalten und wahrscheinlich dann sehen, wie die sich alle auf diesen Magneten zubewegen und den abrüsseln. Thank you.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.